Morgens früh in Koblenz und es war am 17. Mai 1940, stand die Polizei in so Lastwagen da und da sind wir alle in so einen Lastwagen eingeladen worden. Da sind wir in eine große Schule gekommen. Es war so ein Sammelstelle. Und von Koblenz, wie wir alle da zusammen waren, da sind wir dann nach Köln hingekommen. Da war auch so ein Sammellager. Und von da aus haben die eine Person, so ein Güterzug oder was zusammengestellt. Und da sind wir dann weggekommen. Da war ein Gitter. Judenghetto, Schelze hieß es. Meine Geschwister, Vater und Mutter. An genaue Teile kann ich mich nicht mehr so entsinnen, weil ich damals ja noch ein Kind war. Aber später kam ich mit meinem Vater zum Arbeiten. In einem Steinbruch. Da haben wir gearbeitet in einem, bei ungelegter Kalk war das. Und da musste ich die Arbeit machen, genau wie mein Vater auch. Deswegen habe ich heute noch offene Beine. Und die Schläge, die SS-Männer, die standen da dabei und wer nicht schnell genug gearbeitet hat, der hat alle Schläge bekommen. Aber arbeiten musste ich genau wie ein Erwachsener. Mein Bruder ist gestorben da. Da saßen ja die alten Leute, die alten Juden und haben so ein bisschen Sache sich zurechtgemacht, damit sie sich etwas verdient, und haben so Brezel und so Zeug verkauft. Und wie sie da erwischt worden sind, haben die mit dem Gummiknippel solche Schläge gekriegt, dass sie lazarettfähig waren. Die konnte das nicht mehr aussehen. Das weiß ich noch. Summe haben die anderen. Die sind da vorbeigelaufen und haben da zugeschnappt, die alten Leute, die Sache weggeholt. Ja, da waren auch OT-Männer, hießen die damals. Die hatten so eine Uniform und so ein Band auf dem Arm. Die waren wie so Kapos. Da waren sogar Polizei von den Juden. Die haben ja ihre eigenen Leute selbst traktiert. Und dann später, wie der Russe da näher kam, da sind wir wieder hier nach Deutschland. Ja, es war Januar 45 war das. Da wusste ich nicht, wo meine Eltern waren. Die sind auseinander da gekommen während der Flucht da von Polen aus. Weil da konnte jeder dann machen, was er wollte. Die Deutschen sind abgehauen und die Russen kamen immer näher da. Dann haben wir uns wieder hier in Deutschland so langsam wieder getroffen. Später erfuhr ich von anderen Zigeunern, dass meine Schwester in Ravensbrück ein Frauenlager war. Da stand der Engländer schon vor die Toren da. Also meine Schwester noch so ein Wachsoldat da vom Turm
erschossen hat. Die haben unten, haben sich was zurechtgemacht, glaube ich, ein paar Kartoffeln oder sowas, haben sie sich da in so ein Feuer gemacht. Und da ist meine Schwester noch letzte Minute erschossen worden. Ich bin in Koblenz in die Schule gegangen. Von 1938 bis 40 bin ich in die Schule gegangen. Die Schule hieß Thielen-Schule. Ich war in die zweite Klasse. Darauf kann ich mich auch noch wissen. Ich hatte gute Lehrer. Ja, war in Ordnung. Muss richtig überlegen, damit ich das noch richtig kann. Also in der Schule ist mir nichts passiert, da habe ich keine Schläge bekommen. Wir sind auch nicht diskriminiert worden in der Schule oder wir sind geachtet worden in der Schule. Jeden Morgens, wie ich in die Schule kam, lag da ein belegtes Stück Brot und das war für mich gemünzt. Also, da hat man damals ja gesehen, dass nicht jeder so die Gedanken gehabt, Zigeuner müssten vernichtet werden oder sowas. Es gab auch gute Leute dazwischen. Wie hieß der Lehrer? Lehrer Gabel. Es war ein Behinderter, war das. Das vergesse ich nie in dem. Sie glauben nicht, was ich an Hunger da gelitten habe und wie ich mich gefreut habe. Jeden Morgens früh wusste ich, dass da ein überlegtes Stück Brot für mich gewesen war. Das wollte ich nochmal sagen. Wir haben früher, das war gewesen 36, 37 bis 39 in Frankfurt gewohnt. Da bin ich zur Schule gegangen. Und 1939 oder 1940 kamen wir nach Internierungslager, Frankfurt. Da waren wir gewesen bis 43. 1943 bin ich nach Auschwitz gekommen mit meinen Eltern, meine Geschwister und meine Großeltern. Und da sind meine Eltern umgekommen, meine Geschwister, die Großeltern. Mein Vater hatte 9 Brüder gehabt, 5 Schwestern. Die sind alle umgekommen in Auschwitz. Und ich war die einzigste Überlebende von der ganzen Familie. Da hat uns später auch der Russe befreit von Auschwitz, noch nicht Josef. Da bin ich auf einen Arbeitstransport gekommen von Auschwitz. Da hat nur noch meine Schwester gelebt. Meine anderen Geschwister und Eltern, Großeltern waren schon tot. Und da kamen die SS-Männer, die haben die jungen Mädels rausgesucht, die noch ein bisschen arbeitsfähig gewesen waren. Und da haben sie mich auch mit rausgezogen. Und meine Schwester nicht. Da bin ich von Auschwitz nach Ravensbrück gekommen. Da war ich auch so ein paar Wochen gewesen. Da bin ich weiter auf den Transport gekommen. Nach Wittenberg an der Elbe. Und da waren alles Munitionfabriken. Und da musste ich in der Munitionfabrik arbeiten. Und da hat uns dann der Russe befreit. Und dann habe ich später gehört, die noch in Auschwitz geblieben sind, viele tausende Menschen noch waren da, mit Kindern, Familie und alles. Die sind alle tot gemacht worden. Und da war meine Schwester noch dabei. Die hatte keine Krankheit gehabt und nichts, Josef. Die hat alles überlebt, bloß dass er tot gemacht worden ist noch. Die sind alle tot gemacht worden, die in Auschwitz zurückgeblieben sind. Und da waren auch viele Verwandte von mir noch dabei, viele Verwandte, was mein Vater, seine Geschwister waren und alle.
Die haben sie alle umgebracht. Da kam der Russe später Wittenberg an der Elbe und der hat uns befreit dann. Ja, ich hatte keine Verwandtschaft mehr und gar nichts. Die waren alle weg. Was soll ich noch sagen, Josef? Das ist meine ganz Schicksalssachen, was ich jetzt sagen tue. In der Nierungslager war ich so lange gewesen, da haben wir schon Schläge gekriegt. Da waren Abwechslungen mit Polizisten. Da war vorne gleich Häuser, die haben sich jeden Tag abgewechselt. Da haben wir schon Schläge gekriegt mit dem Rohrstock und war alles umzäunt gewesen. Da sind wir auch arbeiten gegangen, Josef. Mussten wir jeden Früh uns abmelden, Heil Hitler, Böhmer geht zur Arbeit, wenn wir kamen, Heil Hitler, Böhmer ist zurück. Da habe ich müssen arbeiten in einer Weinfabrik, Weinhandlung. Da habe ich müssen alles machen, jede Arbeit. Stand ich manchmal so weit im Wasser. War eine Weinhandlung. Da habe ich müssen abfüllen, Flaschen waschen, etikettieren, verpacken und alles. Und Frau Pramark, damals. Straßenbahnen durften wir uns nicht mehr hinsetzen, mussten wir vorne auf der Plattform stehen bleiben. Und wie war die Ernährung und die Wohnsituation im Lager? Im KZ? Nein, in Dieselstraße. Die Marken haben wir doch gekriegt, die Lebensmittelkarten noch damals, Josef. Da haben wir doch nicht viel gekriegt drauf. Da war mal ein Märkscher bei für Zigaretten und so, weißt du? Haben wir doch nicht viel gekriegt, da waren noch die Märkscher, die Lebensmittelkarten. Da kam früh schon, Josef, die Kriminalpolizei. 4 oder 5 Uhr. Da haben sie uns rausgeholt. Auch ein großer Lastwagen stand vorne. Da haben sie uns da drauf gedacht. Und da waren wir 3 Tage lang unterwegs bis nach Auschwitz. Am 12. März kam man weg. Und am 15. März waren wir in Auschwitz. Da war Auschwitz noch gar nicht richtig aufgebaut. War noch gar nichts gemacht. Leere Baracken waren da und sonst gar nichts. Da waren Buchsen, so eine Holzbuchsen. Weißt du, so 1, 2, 3 Reihen hoch. Da haben wir geschlafen drauf. Da haben wir da unsere Betten und alles mitgenommen. Wir konnten was mitnehmen. Da haben wir da drauf geschlafen, auf die Holzbretter. Und dann nach und nach ist das aufgebaut worden. Richtig. Ich habe auch Schläge gekriegt, frag nicht wie. Und müssen schwer arbeiten. Und nichts Richtiges anzuziehen gehabt im Winter. In Schnee, in Dreck. Und in Unwetter haben wir müssen arbeiten. Planierarbeit habe ich gemacht in Auschwitz. So eine Gräber ausgeschachtet und planieren. Schwer müssen arbeiten. Dann die vielen Menschen, die ihn noch tot gemacht haben. Tausende und Tausende von Menschen. Da kamen auch viele Judentransporter rein nach Auschwitz. Die haben sie erst gar nicht ausgeladet. Die haben sie gleich nach dem Krematorium hingefahren und gleich tot gemacht worden. Da hat man abends gesehen, das Feuer vom Krematorium. Rotes Feuer. Da hast du richtig gerochen, so fleischlich, weißt du, von Verbrennen, Josef. Ach, wir dachten jeden Tag, dass wir dort gemacht werden. Jeden Tag. Auschwitz war das schlimmste Lager, was es nur gibt. War Auschwitz.
Eine Nacht habe ich geträumt sogar, dass meine Mutter hat sich bei mir ins Bett gelegt. Und das Schlimmste war, dass ich meine Schwester nicht vergessen kann. Weil meine Eltern waren ja schon tot, meine Geschwister und die Großeltern. Und die hat noch gelebt, wie ich auf den Transport kam und wie ich wegkam. Da hat sie da gestanden. Und das Bild habe ich ewig vor die Augen, Josef, wie meine Schwester da gestanden hat. Ja, direkt, hier war der Güterzug, wo wir uns eingeladen waren. Hier war der elektrische Zaun und da hinten hat meine Schwester gestanden. Ich konnte sie direkt so ins Gesicht sehen. Das Bild kann ich nicht vergessen. Geht nicht. Die hat da gestanden, die zwei Hände in ihre Taschen so. Da hat sie da gestanden, hat mich so angesehen. Jetzt ist Schluss.